Guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Nachmittag und mit dem Blick auf die US-Märkte hier am 7. April nach den Osterferien. Die US-Amerikaner setzten ja gestern schon gut in die Woche, während wir hier im deutsch-europäischen Raum noch den Ostertagen frönten. Letztlich sehen wir hier, und das beginnen wir doch gleich mal hier mit dem S&P 500 Index im Stundenchartintervall hier der 24-Stunden-JFD-Indikation. Hier am Freitag zu den Non-Farm Payrolls ging es hier nochmal stark gen Süden, dann stabilisierte sich der Markt und hiermit beginnen in die neue Handelswoche, sahen wir hier am gestrigen Handelstag enorme Aufschläge. Also hier die US-Amerikaner sehr, sehr bullisch orientiert. Das Ganze stoppte dann hier im Bereich dieses Widerstandslevels. Das ist eine Zone, die hier schon aus vergangenen Tagen herrührt. Sie sehen hier das Bereich den Bereich um 2085 Punkten immer wieder ganz, ganz interessant. Und genau an diesem Punkt stoppten wir während des gestrigen Handels. Es gab leichte Rücksetzer in diesem Kontext. Und heute, jetzt hier aktuell, das ist die frische Stundenkerze, sehen wir hier, dass der Index doch wieder darüber hinauszieht. Wir haben schon neue Tageshochs gemacht, beziehungsweise sind über die gestrigen Hochs angestiegen. Und das sieht jetzt hier alles sehr, sehr konstruktiv aus. Also hier diese große Konsolidierung mit mehreren Ausbrüchen nach oben, die letztlich scheiterten und auch in der vergangenen Woche am Freitag sogar scheiterten. Also hier der Ausbruch letztlich hier erfolgt am 2.4. Dann gab es hier am 3.4. wieder den Rücksetzer. Also das war hier eine sehr, sehr zähe Phase von Ende März hier bis eben Anfang April. Jetzt hier am 7.4. schreiben wir aber eine wesentlich positivere Tendenz fort und es sieht eben so aus, als würde der Index hier weiter nach oben streben wollen. Als kurzfristigen Unterstützungsbereich kann man nunmehr hier diesen Bereich der gestrigen Tiefpunkte des außerbörslichen Handels nehmen. So, auch hier das Hoch der entsprechenden High-Movement-Kerze hier von 16 Uhr. Und dieses Level hier 2080, 2079 vielmehr, sollte nicht mehr unterschritten werden, kurzfristiger Natur. Dann hat der Index sehr, sehr gute Chancen, hier weiter anzusteigen. Und das nächste kurzfristige Ziel lässt sich, wenn wir uns jetzt hier im Stundenchart wieder mal herauszoomen, hier im Bereich 2091,50, 2091,60 lokalisieren. Da sind wir kurz davor, da sollte der Index in jedem Falle ansteigen können und schießt er darüber hinaus, dann hat er direkt weiteres Potenzial, wieder bis in den Bereich von 2100 Punkten, 2105 Punkten anzusteigen. Hier diese breite Widerstandszone. Das gilt es abzuwarten, ob der Index den Drive hat, bis dahin zu ziehen. Aber wir haben auch den DAX ja heute schon besprochen. Oberhalb von 12.110 Punkten wird es bullisch. Der DAX zieht aktuell über dieses Level hinaus, getrieben eben durch die US-Märkte. Und das verspricht eigentlich auch hier am US-amerikanischen Markt weiter anziehende Preise. Dafür spricht auch gerade hier im Kontext des S&P 500-Indexes diese bullische saisonale Tendenz. Wir blicken hier gerade jetzt auf die nächsten 90 Handelstage in der Vorausschau. Und da sehen wir hier, dass wir ja zunächst noch leichte Rücksätze erfahren könnten. Aber speziell ab Mitte April lautet hier die Saisonalität oder deutet vielmehr die Saisonalität auf ganz klar anziehende Preise hin, die bis in den Juni den Index weiter nach oben treiben könnten. Und das spricht grundsätzlich mit der gegenwärtigen Chart-Situation im Stundenchart für weiter anziehende Preise. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal im Tageschart an. S&P 500, hier werden wir mal ein paar Linien rausnehmen. Im Sinne der Osterferien hat sich hier ja doch ein bisschen was getan. Da wird aber auffällig oder ist auffällig, dass wir hier diese Abwärtstrendlinie, die hier temporär versucht wurde zu überwinden, die lasse ich mal im Chart drin. Die ist nämlich hier durchaus von Interesse, eben hier knapp unterhalb von 2100 Punkten. Da sollten wir jetzt schon drüber hinausziehen, damit der Index hier gewisses Movement erfährt. Wir können hier diesen Bereich nach unten legen, also signifikanter Unterstützungsbereich. Falls wir jetzt unter 2085 Punkte oder 2080 Punkte vielmehr zurückgehen sollten, also heute neue Tagestiefs wäre schlecht, dann könnte der Index tendenziell hier bis zu dieser frisch etablierten Unterstützungszone knapp unter 2050 Punkte anziehen. Wir werden das mal hier lokalisieren. Das ist der Bereich um 2045 Punkte. Das wäre ein mögliches Rückschlagspotenzial für den Fall, dass der Index hier nicht nach oben rauszieht. Aber das sieht ganz gut aus, dass der Index das eben doch schafft. Wir ziehen jetzt hier noch ein paar Linien nach schräg drüben, machen hier eine Widerstandszone draus. Das wäre hier in jedem Falle das nächste kurzfristige Ziel, knapp 2100 Punkte. 2105, 2100 Punkte. In dieser Range bewegt sich das und wenn wir das schaffen, hier drüber rauszubrechen, dann hätten wir auch wieder ganz klar diese Abwärtstrendlinie überwunden und eine Etablierung über 2100 Punkte spricht dann hier im Sinne des saisonalen Backgrounds für eine ganz klar weiter anziehende Tendenz, die den
Index dann hier tendenziell weiter nach oben treiben dürfte. Also der Spielraum nach oben ist weiter gegeben. Die Schwäche der jüngsten Zeit scheint sich aufgrund dieser Konsolidierung, die wir hier gesehen haben, erledigt zu haben. Wichtig ist definitiv, dass wir nach der gestrigen starken Kerze heute daran anknüpfen können. Und wenn der Index über 2100 Punkte schließen würde, dann wäre das hier sicherlich ein sehr, sehr bullisches Signal. Sehr, sehr bullisches Signal. Unterhalb von 2078,30 Punkten wäre das Ganze wieder etwas zu verwerfen. Dann müsste man hier davon ausgehen, dass der Index eine sichtliche Schwäche erfahren könnte. Aber aktuell wäre hier das definitiv zu präferierende Szenario. Gehen wir nochmal hier hin. Falls es zu Tiefs kommt, könnte es nochmal ein Pullback an dieses Level geben. Das wäre dann praktisch Plan B. Und klar, kritisch gesehen auf Tagesbasis wäre es, wenn wir 2045 unterschreiten, dann müsste man hier diese abwärtsgerichtete Tendenz präferieren. Der S&P 500, wie gesagt, zeigt sich aber ganz gut, ganz bullisch derzeit. Gehen wir jetzt mal auf den Nasdaq 100, der sich noch ein Stück weit besser präsentiert hier. Und da sehen wir ihn hier im Stundenchart-Intervall auch in einer ähnlichen Konstellation. Wir haben hier signifikante Widerstandslinien und auch schräge Trendlinien überwunden. Die eine nehmen wir mal hier raus, damit es nicht zu bunt im Chart wird. So, dieser Unterstützungsbereich 4345 ist nunmehr jetzt eine Unterstützung. Da sollten wir auch nicht mehr drunter fallen. Das ist ähnlich wie beim S&P, die gestrige Konsolidierungssession oder besser gesagt die nachbörslichen Preise. Jetzt nächstes kurzfristige Ziel, da zoomen wir uns nochmal ein Stück weit raus. Sehen hier diese Horizontalbalken, der hier herrührt vom Februar sogar. Und ein Stück weit tiefer sehen wir auch hier 4385 Punkte. Eine Zone, die jetzt hier das nächste Ziel ist. Also durchaus 10 weitere Punkte Aufschlag sollten wir kurzfristig erleben können. Dann sieht es so aus, dass der Nasdaq 100 Index durchaus, weil das mal jetzt eine kleine Konsolidierung fahren, durchaus nochmal ein Stück weit zurücksetzen könnte, um dann im Ideal direkt nach oben weiter anzusteigen. Das wäre dann der Fall, gerade 4400 Round Level. Wenn wir das sehen, dann hat der Index hier sicherlich nochmal gehöriges Potenzial nach oben. Die Bullen wollen hier, oder es scheint so, als wollen die Bullen hier definitiv wieder zurückkehren in den Markt und seien hier noch nicht fertig auf der Oberseite. Warum knapp 4400 Punkte? Ziehen wir wieder diesen Widerstandsbereich nach drüben. Und das wäre im Prinzip hier diese Marke, 4435, jetzt habe ich nicht 4400, sondern 4440, 4435 Punkte. Das ist das Level, wohin wir wollen. Und das sieht auch ganz gut aus. Schauen wir kurz den Nasdaq Future uns an, wie er denn so daherkommt im Sinne seiner Saisonalität, auch mit der Vorausschau auf den kommenden 90 Tage. Da sehen wir hier ähnliches Bild. Schauen Sie sich das an. Also wenn das kein saisonaler Rückenwind ist, dann weiß ich auch nicht. Und die technische Situation ist die, dass wir hier diese Konsolidierung seit Mitte März scheinbar abgeschlossen haben. Und das spricht jetzt eigentlich dafür, dass der Index weiter nach oben ziehen dürfte. Die Bullen scheinen hier weiteres Fahrwasser nach oben präferieren zu wollen. Und insofern sollte man sich nicht dagegen stellen. Im Stundenchart kritisch wäre es, wenn wir hier 4340 unterschreiten, deutlich unterschreiten. Dann könnte man hier durchaus davon ausgehen, dass es hier nochmal einen größeren Rücksetzer gibt. Das ist allerdings derzeit nicht das präferierte Szenario im Sinne einer bullischen Fortschreibung. Wir werden den Index natürlich auch wie den S&P spätestens morgen nochmal unter die Lupe nehmen. Jetzt mal hier kurz im Tageschart nochmal beleuchtet. Sehen wir hier diese gestrige starke Tageskerze, die heutige starke Tageskerze und hier ein Ziellevel 4400 Punkten auf der schrägen. Und dann hier, das ist sogar ein Stück weit höher, die marginale Widerstandszone 4465 auf Tagesbasis wäre dann hier ein entscheidendes Level. Hier heutige oder neue Tagestiefs unter dem heutigen Tief 4343 sollten vermieden werden. Haben wir hier auch diesen horizontalen Unterstützungsbereich hier auch vom Hoch des Novembers des letzten Jahres. Man sollte hier nicht drunter laufen. Das wäre einfach technisch jetzt eine sehr unsaubere Situation. Also kurzfristig 4400 sieht gut aus. 4385, 4400 und dann sollte der Index hier weiter nach oben ziehen können. Sehr, sehr interessant, wie mir scheint. Die Bullen sind definitiv hier bei den Amerikanern zurück. Wenn es hier kein Störfeuer seitens der Fed oder extremer Konjunkturnachrichten gibt, dann sieht das tatsächlich so aus, als würden wir hier eine weitere Aufwärtstendenz sehen. Beim DAX ja ohnehin, da wir jetzt das Level von 12.100 Punkten deutlicher überwunden haben, ist hier im Prinzip auch aus der europäischen Seite weiterer Auftrieb zu erfahren. Gut, hier nochmal der Plan B auf Tagesbasis.
Wenn es nicht gelingt, nach oben rauszuziehen, dann muss man hier nochmal ein Pullback in Richtung der letzten Tiefs einplanen. Das bleibt natürlich immer wieder die Option B. Richtig kritisch wäre es dann natürlich erst, wenn wir hier neue Mehrwochen-Tiefs machen. Das wären dann hier Niveaus unterhalb des Levels vom 1. April, 4268. Doch das sieht derzeit nicht danach aus. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den Blick auf den US-Markt. Morgen dann wieder in aller Würze die neuen oder aktualisierten Indizes dann. Wir werden sehen, ob wir nicht auch hier mal dann auf die ein oder andere Aktie eingehen. Ich sage erstmal an dieser Stelle danke fürs Dabeisein, danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Resthandelstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.